So, hallo, wir machen weiter. Bei I Wanna Maker und den Leveln von Echo Mask. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, hoffentlich die Lautstärke wieder hingekriegt. Ich habe es gemerkt, der letzte Part war wieder ein bisschen lauter. Ich hatte es allerdings schon eingestellt, dass es leiser ist, aber es war noch nicht leise genug. Jetzt sollte es besser sein. Ich hoffe es. Wenn nicht, in den nächsten Parts wird es besser. Okay, wir machen einfach weiter mit dem, was Echo Mask uns entgegenwirft. Und das ist Shoot and Swap, das nächste Level. Ja, letztes Mal haben wir so ein bisschen kennengelernt, wie das hier alles funktioniert. Und jetzt, wir steigen in der Schwierigkeit. Ich mag das. Das ist schön. Aber in 13 Sekunden kann man das schaffen. Und der Erste, der abgeschlossen hat, war der Kollege hier. Na, das haben wir alles ein bisschen verstanden letztes Mal, wie man das hier zu lesen hat, was das alles bedeutet. Und los geht's. Ah, okay. Deswegen Shoot and Swap. Kann ich mich so killen? Ja. Oh, okay, das ist interessant. Oh, da muss ich jetzt... Oh, weia. Ach, jetzt bin ich die, da, dass man in der Decke sterben kann, mache ich bisher nach wie vor nicht. Aber da kann natürlich keiner der Ersteller was dafür. Wobei doch, wenn man an die Decke baut. Wenn man zu nah in die Decke baut, dann kann man, egal. Okay, das läuft schon besser. Oh nein. Oioioi. Okay, das sieht jetzt wieder einfach. Ah ja. Ah doch, das funktioniert sogar. Nice. Okay, nice. Schön. Schön, schön, schön. Wir machen direkt weiter mit Red Refreshers. Mal gucken, ob er mehr Level mit Red hat. Nein, er hat nur das eine. Perfekt. So mag ich das. Ah, ich muss... Ja, das war dumm. Das war schon dumm. Ich muss aber da sozusagen die Beere verschieben. Speichert er? Das würde mich jetzt interessieren. Speichert er den Knopf? Nein, okay. Nur die Stelle. Ist auch logisch. Das war eigentlich noch nie so, dass man irgendwelche Aktionen gespeichert hat, sondern immer nur die Stelle, wo man startet. Und man startet sozusagen so, dass das Level noch nicht angefangen hat. Ach du Schande. Uff, jetzt wird's schon interessant. Ja, okay. Okay, verstanden. Okay, nice. Das war nicht so nice. Das war auch nicht so nice. Ah. Ich muss den so von unten sammeln, dass ich mit dem Doppelsprung den sammle und dann, ja, genau, so rauskomme. Oha. Nee, dann muss ich da... Einfach direkt den Pfeil eingesetzt. So, ich hab den Pfeil los, weg damit. Das war natürlich komplett dumm. Den muss ich erst unten einsetzen. Hätte ich mir das mal kurz ein bisschen angeguckt, wäre mir das vielleicht aufgefallen. So natürlich. Easy. Ah, ich muss da rein... Ich darf da nur reinschieben. Ich muss da... darf da nur reinschießen. Hui! Oh. Ah, nee, ich brauch den... Ah! Verstanden? Oh, das wird interessanter, als ich dachte. Aber jetzt bräuchte ich den anderen... Ah, okay, wie mache ich das denn? Und da unten ist nicht mal mehr... Oh nein, da unten ist kein neuer Speicherpunkt. Ich muss das hier immer wieder machen. Ah! Okay, so ging's. Aber jetzt muss ich das hier schaffen. Oh nein. Oh no. Oh no, ich sehe zwar, ich habe eine Idee, wie es gehen könnte, aber das wird auf Anhieb nicht funktionieren. Nein! Ah, andersrum. Ich muss den ersten mitnehmen. Dann den mitnehmen. Ja, okay. Okay.
Wir kommen in den Anfang hier rein. Wir kommen in den Anfang hier rein. Ja, okay. Doch, das geht ganz gut. Das kann man ganz gut wiederholen. Das kann man ganz gut wiederholen. Ja, nice. Ja, okay. Ich wäre fast zurückgekommen. Aber das ist die Strategie. Nein, das war nicht so gut. Ich glaube, ich kann sogar direkt, nachdem wir hier gespawnt sind, kann ich direkt, glaube ich, starten mit der Geschichte. Yes! Schade. Hat nicht gereicht. Aber der Anfang klappt jetzt gut. Sehr schön. Okay, dann muss ich noch ein bisschen später loshüpfen. Bisschen später noch loshüpfen. Ah, ich treffe bisher den Schalter. Das ist schon mal gut. Wir nähern uns der Geschichte. Wir nähern uns der Geschichte. Alles ist easy. Oh, nice. Perfekt. Schön, perfekt war es nicht, aber schönes Level. Also das Level war schon perfekt eigentlich, ne? Aber mein Spiel war nicht perfekt. So. Calculated Movement. Mal gucken, ob ich über Cal direkt das Level bekomme. Jawohl. Das ist... So will ich das haben. Mario Maker. So will ich Level suchen. Ah, guck mal, Random Eric war wieder der Erste, der abgeschlossen hat. Oh, dann können wir ja auch sowas wie Uncleared Levels suchen irgendwann mal. Ja, dann kann man auch sagen, Cleared? No. Na, dann kann man... Oh, das wird... Wir werden fürs Clears holen, aber wahrscheinlich in so einem Spiel, in so einem I Wanna Maker eher nicht. Außer die Levels sind ein... What? Aha! Au. Jo, ich muss die Münze aber einsammeln, ne? Hä? Ach, erst hier werde ich zum Schwert. Ja, aber was? Komme ich denn dann? Da hoch? Kann ich die Coin vielleicht erst später holen? Muss ich erst da hoch? Das ist das Einzige, was mir aktuell einfällt, was ich. Also ich kann halt von hier, kann ich da hoch. Ne? Das kann... Ah! Ja, so ist es. Ach so, muss der draufstehen. Ah. Und schon wird ein Schuh... Oh, ich glaube, ich habe Müll gebaut. Komme ich da nicht mehr ran. Okay. Reihenfolge ist entscheidend. Ach, diese blöde Decke. Darüber werde ich mich noch oft ärgern, dass man an der Decke sterben kann. Da bin ich absolut kein Fan von. So, jetzt kann ich nämlich hier hin. Kann ich... So nämlich. Oh. Das hat nicht gereicht. Da muss ich ein bisschen besser abspringen. Nice. Und jetzt ist endlich... So, jetzt kann ich hier alles eigentlich runterknallen lassen. Ach, diese Decke. Und dann hier Stück für Stück... es mir bequem machen.
Fast. Moment! Den mittleren darf ich nicht fallen lassen. Sehe ich jetzt erst. Ups. Gut, dass ich es jetzt gesehen habe allerdings. Wenn der mittlere fällt, ist nicht so cool. Dann komme ich nicht mehr ins Ziel. Na, dann steht er nämlich hier. Sehr schön! Prima. Dann Meet the Lads, eine Herausforderung mit Vögeln. Hat er mehr Level mit Meet gebaut? Nein, er hat nur ein Level mit Meet. Oh, 3 Komma irgendwas. Das verstehe ich nicht. Difficulty visible after 5 plays. So, ich sehe es ja schon. Das muss irgendwas anderes sein. Okay. 40 Sekunden ist der Rekord. Das macht dann immer Angst. Das macht dann immer gleich Angst. Okay, das sind die Birds. Ah. Was macht der? Ah, ja, okay, I see. Muss ich die Sterne... Wahrscheinlich muss ich... Weil ich brauche irgendwo eine Münze. Irgendwoher muss eine Münze kommen. Aber ich sehe nicht, wo die Münze herkommt aktuell. Ach, da unten. Oh, das sind die... Die sind mit Stacheln versehen. Da darf ich nicht drauf. Oha. Ah, verstanden. Oh, ich werde zwar nicht gut, die beide kaputt zu machen. Weil jetzt komme ich nicht mehr. Ich darf nur einen kaputt machen. Ich darf nur einen kaputt machen. Ich wollte schon sagen, der Sprung ist zu einfach, wenn man beide kaputt macht. Ergibt auch Sinn. Ach, ich lerne es nicht. Ich kann da drüben die ganze Zeit den Sprungknopf halten. Das ist dann genau die richtige Höhe. Ja, da kommt man so gut durch. Ja, perfekt. Easy. Und jetzt muss ich hier nur gut abwarten, bis der da rüberläuft. Und dann den richtigen Moment erwischen. Mann, warum muss das immer mir passieren? So. Nein! Ah, der ist perfekt. Wenn man direkt weiterspielt, kommt der einfach perfekt, der Vogel. So mag ich das. Wenn alles so konstruiert ist, dass man gar nicht warten muss und man eigentlich direkt durchspielen kann. Seht ihr das, wie gut das zusammenpasst? Wie gut das einfach zusammengepasst hat? Ich liebe es. Okay, was muss ich da tun? Okay, das muss ich mir jetzt erstmal alles am Stück angucken. Yo, da drüben ist ja... Was ist das denn? Ich weiß halt noch nicht, was diese Blase ist. Irgendwas muss diese Blase können. Leider weiß ich noch nicht, was die tut. Leider weiß ich auch nicht, was die Sterne machen. Also, so komme ich unmöglich darüber. Dieser Stern muss irgendwas können, was mir noch nicht bekannt ist. Oder ich sehe irgendwas noch nicht. Ach, ich krieg nen Do- Ah, vom Vogel habe ich zwei Sprünge aus nochmal. Jetzt ergibt alles Sinn. Der Stern ist dann einfach nur ein Wegweiser wahrscheinlich. Ich
habe vom Vogel aus nochmal einen zwei. Ja, okay. Und jetzt ist da irgendwas passiert, aber ich weiß nicht, was das ist. Komme ich von da bis darüber dann? Weil irgendwas muss ja... Ha. Sonst käme ich ja eigentlich von hier... Schon da... Ah, nee. Okay, weil ich da nicht mehr zwischenlande, habe ich wahrscheinlich keinen zweiten Sprung mehr. Kann das sein? Also irgendwas muss ich mit diesem roten Ding machen. Ach, dann fällt der rund. I see. I see. Jetzt ergibt alles Sinn. Und das hat nicht hingehauen. Da muss ich direkt rüber, okay. Ja, da muss ich direkt rüber. Ja, ich lerne es noch nicht. Ich will dann immer noch, ich will das wie so ein Wandsprung machen, aber es ist nicht wie ein Wandsprung. So, und jetzt kann ich hier nämlich immer wieder meinen Doppelsprung zurückholen. Ach, das macht mich zu einer Blase. Ah, ja, ja, verstehe. Und dann muss ich da aber da durchkommen. Oh, das wird nochmal interessanter. Da muss ich erstmal mit der Blase umgehen lernen. Vielleicht nicht das beste Level, um die Blase kennenzulernen, aber hey. Nein, zu hoch! Das war einfach zu hoch. Sehr schön. Okay, aber das geht klar, das geht klar. Das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Nice. Das war dumm. Das war auch dumm. Kann ich direkt los? Ja, ich kann direkt los. So, Hilfe. Mama. Okay, easy. Alles easy. Wait, wie werde ich den los? Ach, kann ich da drüber einfach? Ja, okay. Schön. Uiuiuiuiuiui. Schön. Schöne Geschichte. Ja, was los? Ja, gib dem Daumen jetzt. Danke. So, wir sind bei 18 Sekunden. Dann können wir eigentlich noch ein Level... Ich meine, der YouTube-Kommentar hat noch zwei Level. Und zwar Winnerpit Troll-Level. Und Small Water Temple, ein Rätsellevel, welches vielleicht doch etwas dauern könnte. Wenn ich jetzt allerdings das lese, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich möchte aber auch mehr. Echo Mask, ich schaue mir automatisch mehr von deinen Leveln an. Du kannst mir gerne weiter welche vorschlagen, die du besonders gut findest. Aber ich werde so oder so, ich werde deine Level aufsaugen. Mir gefällt dein Stil sehr, wie du die Level baust. Und solange nichts anderes kommt, werde ich ab und zu immer mal wieder deine Level spielen. Weil es ist extremst befriedigend, die Level zu schaffen. Auch wenn sie noch nicht sonderlich schwer sind, ne? Aber es hat was. Vor allem, ich lerne halt so ganz viele Techniken kennen, weil du hast alles Mögliche eingebaut. Und das ist großartig. Ich bin sehr gespannt, was du alles noch so gebaut hast. Ich gucke jetzt mal kurz, mich interessiert nur eben, ob du Level hast, die uncleared sind. Achso, ich muss ja suchen. Search. Wait. Cleared? No? Echo Mask? Haben wir die nicht gespielt? Bin ich dumm? Der hat doch ein Clear. Played? No? Played any? Cleared? No? Aber der hat doch ein Clear.
Warum? Ach! Ah, stopp! Stopp! Cleared bedeutet, ich hab's noch nicht geklärt. Das sind Level, die ich noch nicht geklärt. Ah, also so kann ich nach Leveln suchen von dir, die ich noch nicht geklärt habe. Wenn ich jetzt nämlich Yes mache, kommen genau. Wollte schon sagen, das kann ja nicht sein. Ah, kann man dann nicht nach Uncleared suchen? Das ist ja ärgerlich. Kann höchstens nach Difficulty suchen. Oh, so das Sort by? Recently played, rating, newest, oldest, easiest, hardest, least played. Ah. Oh. Oh, man kann halt auch nach... Oh mein Gott. Played ist wahrscheinlich auch auf mich bezogen. Record ist wahrscheinlich auch auf mich bezogen. Okay. Okay, ich verstehe. Ich verstehe es grob. Aber schade, dass man nicht Uncleared suchen kann. Das wäre noch das Beste gewesen. Eine Sache, die der Mario Maker wieder besser macht. Uncleared Level. Das wäre was. Ich meine, das Ding ist ja Early Access. Vielleicht kommt es ja mit der Zeit. Vielleicht kommt ja mit der Zeit, dass man Uncleared Level suchen kann. Ich meine, 88.397 Level. Was zum? Was zum? Das wird bald auf 100.000 steigen. So. Ja, und jetzt habe ich hier bei Folgen, habe ich jetzt ihn drin. Ach so. Oh, das ist... Ah, okay, das ist sozusagen, dass wirklich alle Level gezeigt werden von den Leuten, denen man folgt. Und man nicht erst die Leute anklicken kann, aber wahrscheinlich auch nach Recent. Das ist sein neuestes Level. Das sieht auch nicht sehr nett aus. Wir werden da demnächst mal reingucken. Okay. Ja, aber dann haben wir es soweit. Uns hier umgeguckt wieder und wir sehen uns im nächsten Part zu einem Troll-Level und zu einem Rätsel-Level. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Danke fürs Zuschauen. Gebt gerne dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ich sage das jetzt einfach dazu. Ist mir egal. Ich fange jetzt damit an. Ich werde es jetzt ab und zu dran denken und ich werde es wahrscheinlich schon im nächsten Part wieder vergessen. Danke fürs Zuschauen und tschüss.